Ja, aber das ist echt Blödsinn, was da steht. Jetzt mal ganz im Ernst. Das stimmt einfach nicht. Also ich rieche mich gerade tierisch auf über dieses dämliche Gequake. Ich meine, klar ist Lightning verlassen und verzweifelt und weiß der Teufel nicht, was alles. Das kann ich mir vorstellen, weil ich meine, der Arm wird halt keine Ruhe gelassen, ne? Die muss halt einfach noch komplett ausgeschlachtet werden. Anders kann man das leider nicht formulieren. Naja, jedenfalls ist es meiner Meinung nach ein Unding, halt Wahrheiten zu verdrehen. Ganz im Ernst. Genauso, wie es total hirnrissig ist, dass, also, in Valhalla existieren keine Falsies, sage ich jetzt einfach mal, ne? Also, ich weiß, dass Pulse und Lindsay haben ja ihre Falsies drauf angesetzt, dass Cocoon zum Sturz gebracht wird, ne? Und das hatten wir ja dann, also es war dann das Ziel von 13, aber wenn in 13.2 durch den Sturz von Cocoon die Tore nach Valhalla geöffnet werden können, dann wäre das das gleiche in 13 ja auch passiert, aber davon wurde nie ein Wort gesprochen. Das sind immer so Sachen, oh, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. So. Hier hoch, sagst du, Mock. Warum kann ich jetzt hier nicht springen? Warum springt... Ah, jetzt springt sie. Du sagst da runter jetzt. Ach, da! Hallo! Ja, das stimmt echt. Also die Fragmente sind echt einfach zu verdienen. Süß. Total toll. Hier scheint nichts mehr zu sein. Dann... Oh, da steht Schokolina rum. Das ist toll. Wir wollen uns das mal angucken. Zeichen der Freundschaft. Das hier. Und dann... Hope hat uns wieder besucht. Wir können seine Anwesenheit spüren, wenn er kommt, um die Säule zu überprüfen. Feng und ich sind in unseren Träumen gefangen. Aber trotzdem wissen wir, wenn unsere Freunde in der Nähe sind. Wir spüren es in unseren Herzen. Hier im Kristall geht es uns gut. Aber ich sorge mich um die Zukunft. Ich habe so viel Unglück über die Menschen von Cocoon gebracht, ebenso wie über Sarah, ihre Schwester, ihre Freunde und ihre Familie. Hope, wir vertrauen darauf, dass du die Zukunft rettest und der Tragödie ein Ende bereitest. Ach ja, ist das schön. Wir gehen mal ganz kurz zu der Alten. Einfach nur mal, um zu gucken, was sie so im Angebot hat. Meeting like this is fate. Won't you buy a little something to remember me by? Ach ja. Ach ja, genau. Wir wollten noch ein paar Bluttränke kaufen. Oh, das sind zu viele. Machen wir so. Das reicht. Dann Waffen. Sind keine neuen dabei gekommen. Können es aber auch immer noch nicht leisten. Wir müssen Knochenpasta. Knochenpasta, genau. Knochenpanzer farmen gehen. Hier sind Qualität 1 und 2. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Und hier ist wieder Gisak. Hier weiter. Das sieht nämlich so aus, als ging es jetzt. Ach, da sitzt er. Das arme kleine Dingsy. Ich krieg einen Anfall, was soll diese Musik jetzt? Boah! Warum? Wo ist jetzt? Ich mach das jetzt einfach hier drüber. Hier.
Der Idiot Snow ist ganz versessen darauf, in dem Kolosseum zu kämpfen. Es ist völlig sinnlos, dort kämpfen nur tote Seelen um Ruhm, der niemals Realität werden wird. Ist er so wild darauf, stark zu werden? Das Schlimmste daran ist, dass er es für uns tut. Ich wünschte, wir könnten ihm sagen, dass er uns vergessen und stattdessen Sarah und Lightning helfen soll. Schließlich sind wir an dem ganzen Schlamassel schuld. Wenn die Dinge weiter so katastrophal laufen, werden unsere Albträume womöglich wahr und die Schwestern sehen sich nie wieder. Also, diese Musik ist gerade... Das ist echt übel. Ich bin hin und weg. Ich weiß echt nicht, was ich zu so viel Müll sagen soll. Falsch. Ja, wir haben nur noch das, würde ich sagen. Naja. Ach, du schon wieder. Ey. Ach, naja, jetzt ist es noch gelb. Boah. Ey, nicht einmal im Spiel bleibt die Musik anständig auf einem Level, ne? Dass kein Stilbruch vorhanden ist. Jetzt, ne? Jetzt. Und zwar genau jetzt, wo man die Musik am allerwenigsten gebrauchen kann. Hat man diesen Scheiß in den Ohren. Also ganz im Ernst, ich mache mir das jetzt leiser. Ich kann das nicht hören. So. Ich höre jetzt das Spiel nicht mehr. Ich hoffe, dass ich die Lautstärke beibehalte. Weil normalerweise mache ich das Spiel mal so laut und wenn man etwas laut hört, dann redet man ja auch automatisch lauter und dadurch hört ihr mich in den Videos lautern. Ich brüll quasi immer in den Videos. Deshalb bin ich nach jeder Aufnahme auch immer ziemlich heiser. Naja, wir wollen mal gucken, was jetzt hier passiert. Ach übrigens, dass ich das jetzt für mich leiser gemacht habe, ändert nichts an euch. Ne? Und an euren Gedöns. Wie, dürfen wir jetzt gegen die kämpfen? Ich glaub's ja nicht. Wir waren doch gerade noch mit denen befreundet. Haben wir denen nicht den Gefallen getan? Naja, was soll's. Freundschaft zählt heute nichts mehr. Blau-Mini-Pudding. Und du bist ein Pink-Mini-Pudding. Siehst mehr aus wie weiß. Du bist ein Schwarz-Mini-Pudding. Wie? Where do they get all that energy from? She's gone too far. That's enough! I've about had it with your mischief. You should be ashamed of yourselves for behaving like this. You should know better. Well, what do you have to say for yourselves? Pädagogen skills. I don't think a good scolding didn't solve anything. They won't do it again, Kubo. Huh? No way. They also said, she's scary. We don't want her to get mad at us again, so we'll be good from now on. Kubo. All right, that's a promise. Now it's time for all of you to go home. It was then that I remembered Sarah had been a teacher back in New Bodom, and the kids called her Meanie Miss Farron. I'd completely forgotten about that until now. I'll bet she was one of those teachers that was nice when you were good, but could scare you when you weren't. As quick as lightning, she could turn from smiling angel to angry ogre. Yeah, no doubt about it. They're sisters, all right. Ja, gut, dass Noel das auch beurteilen kann, ne? Würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne? Aber gerade war doch hier irgendwo noch ein Fragment. Das habe ich doch gesehen. Ich hätte das nur noch... Wo stehe ich denn jetzt überhaupt? Falsche Taste. Verdammte Axt. Ich muss wieder... das habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt kann die ganze Kacke erst wieder zurücklaufen.
Ja, jetzt ist wenigstens wieder vernünftige Musik. Ich ein Rapplehe. Komm her, Schimmelpudding. Solange es nur du bist. Nee, war klar, sind zwei. Warum auch nicht? Ach, ich kann das ja lauter machen. Keine Ahnung, ob das jetzt einen Unterschied auf meine Sprechweise macht. Wenn ja, dann tut mir das leid. Ja, ich sag ja, Pädagogen-Skills. Brüllt einfach mal die Kinder an und dann ist alles gut. Ha, 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 ha. Tagträumer. Das sowas kann nur von Japanern sein. Aber irgendwie wird das süß. Wobei ich auch sagen muss, dass diese Puddinge, irgendwie sind die putzig, aber irgendwie sind die auch sowas von grottenhässlich, ne? Das geht schon gar nicht mehr. So. Hier wusste ich doch. Da wollte ich nämlich hin. Und ich hab's nicht gesehen. Also. Oh, Gravitationskern Ether. Ah. Oh, Mann, ich wollte mich gerade feiern. Aber das war jetzt echt ein Quickie. Das war sehr kurz. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt mit etwas mehr gerechnet. Ja. Wir hatten gerade Lightning. Und jetzt hatten wir Pädagogen-Skills Deluxe. Und Sarah, die von Engel zum Teufel werden kann, ist ja irre. Ich will nicht wissen, wie viele Kerle euch da draußen das erfreut. Ist er jetzt größer geworden? Na, ich habe keine Ahnung. Ruinga, ich glaube, es hackt. Naja. Ja. Damit haben wir jetzt wirklich alle alternativen Wege von Final Fantasy 13.2 erkundigt. Wir können... Warte mal, wir machen einmal ganz kurz Monster-Essenzen. Oh nein, das war falsch. Mini-Pudding-Essenz. Und Gravitationskerne haben wir jetzt auch alle 7. Das heißt... Ah, das ist gut, das machen wir mal. Weil das ist ja die ganze Geschichte von Snow, ne? Die können wir uns eigentlich mal antun. Ich meine, wir sind jetzt hier im Auenwald, ne? Hier haben wir Snow das erste Mal getroffen. Da können wir uns auch das mal reinziehen, worum es hier eigentlich geht. Gut. Gravitationskern Alpha. Die Spur des Helden. Ich bin mal wieder unterwegs. Diesmal, um Lightning zu finden. Sir glaubt, dass ihre Schwester lebt. Und niemand außer mir will ihr glauben. Es geht aber nicht nur um Lightning, auch Fang und Vanille warten darauf, von mir aus der Säule befreit zu werden. Meine Verlobungsanhänger habe ich bei Sarah gelassen. Solange wir nicht die Wahrheit kennen, ist an Heirat nicht zu denken. Außerdem muss Lightning unsere Heirat noch absegnen. Entschuldigung. Das war ein verrückter Traum. Das ganze Gerede über Portale, Artefakte und so weiter habe ich nicht wirklich kapiert. Aber ich werde den Teufel tun und Lightning widersprechen. Meine Reise wird wohl etwas länger dauern, als ich gedacht hatte. Aber Sarah und Gado werden das schon verstehen, oder? Hey Sarah, hörst du mich? Anscheinend bleiben in meinen Fußstapfen diese Gravitationsdinge zurück, die du irgendwann brauchen wirst. Das bedeutet wohl, ich sollte weiterlaufen, auch wenn es mich nicht weiterbringt. Vielleicht hörst du ja irgendwann meine Nachricht durch den Kristall. Zumindest hatte ich da nicht die ganze Zeit mit mir selbst gesprochen. Also, Sir, wenn du das hörst, dann pass gut auf dich auf und komm mir sicher nach Hause. Das ist also Orba, die Heimat von Fang und Vanille. Schlafen, bevor wir sie getroffen haben, aber ich kannte sie nur gesund und munter. Um sie zu befreien, muss sie stärker werden, viel stärker, so stark wie damals, als ich ein LC war. Oh mein Gott. In der Chronosphäre bin ich an jemanden vorbeigeflogen. Er schlief und trieb einfach durch die Zeit. Ich konnte nicht genau erkennen, aber sein lockiges Haar kam mir sehr bekannt vor. Das war Seth, darauf würde ich meinen Lieblingskopftuch verwetten. Ja, genau. Dabei solle er doch vor kurzem noch irgendwelche Luftschiffe geflogen haben. Hoffentlich hat er sich nicht in Probleme gestürzt. Er hatte schon lange Pech. Er hatte schon genug Pech für ein Leben. Ja, dann. Hey, Sarah, es war toll, dich zu sehen. Nur der Abschied hat mir gar nicht gepasst. Mach dir aber um mich keine Sorgen. Ich habe mein eigenes Portal gefunden und nun folge ich meinem Pfad. Ach ja, Noel, bist du auch da? Sorg gefälligst dafür, dass Sarah ihre Schwester findet, hörst du? Zusammen könnt ihr es schaffen, da bin ich mir sicher.
Tja, hier bin ich also, in der Sphäre des Jenseits. Hier ist so eine Art Kolosseum. Da habe ich etwas zu erledigen. Ich schwing mich einfach auf Shiva und bretter da rein. Eine Sache gibt es aber zu bedenken. Was genau wird dieser Chaos-Knilch? Super. Ja. Jetzt einmal zu den Raumzeiten. Also wir haben definitiv vier in Neobodum. Dann haben wir in der Zukunft, fehlen uns noch zwei. Das sind die Nachrichten von Sarah und Noel. Die kriegen wir nur über das Paraskop, nachdem wir das Spiel beendet haben. Dann haben wir hier das alternative Ending, was uns fehlt. Hier haben wir sie alle. Hier haben wir auch alle, hier haben wir alle, hier haben wir alle, hier, 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 dort, jene, welche. Ah, genau, Archilte-Steppe. Hier fehlen es noch die vier Monster-Essenzen. Von Yomi, dem Küsschen, dem Invictor und den Adamantai. Dann haben wir hier im Serendipity. Da gibt es ja hier noch diesen einen Jill und es gibt auch noch irgendeins und ich habe kein... Ach genau, wenn man, ich glaube 7000 oder 10.000, ach genau, muss 10.000 Münzen irgendwo an einem Automaten erspielen, dann kriegt man ein Fragment. Die anderen beiden, das eine heißt nur ein Jill und das andere habe ich schon wieder vergessen. Das, auf jeden Fall sind das die beiden, die man jetzt für 7500 bzw. 7300 kaufen kann. Academia, da fehlt uns, wie ihr seht, hier noch die Komplettierung der Quest. Dann haben wir hier die Einzelquest, da fehlt uns zum einen noch die Karte aus Pilzville. Die haben wir ja jetzt abgelaufen und wir waren ja noch nicht in Academia JS 500 und dadurch wird das dann hier auch komplettiert. Also Pilzville werde ich auf jeden Fall noch abgeben. Ups, da war gerade ein Sprung. Dann hier ist Academia, da waren wir ja noch nicht. Hier ist der Turm von Augusta, hier haben wir alles. In Pilzville haben wir alles, in der Sphäre des Jenseits haben wir alles. Das heißt, uns fehlen nur noch so ein ganz paar Dinge. Ich könnte mich jetzt versuchen, in den nächsten Parts noch hier an die Archilte-Steppe zu setzen. Hier kriege ich jetzt auch noch eins. Das heißt, ich werde ungefähr noch maximal fünf... Na, fünf werden es wohl nicht sein. Nee. Obwohl doch, hier kriege ich bestimmt zwei bis drei. Also an den Adamantai traue ich mich noch nicht. Die anderen müssten wir eigentlich schon schaffen, weil wir eigentlich schon sehr stark sind. Die beiden kriegen wir auch noch. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall fünf. Und... Achso, das war hier. Hier. Ja, genau. Hier kriegen wir also drei und fünf. Und hier kriegen wir auch definitiv noch eins. Das sind dann sechs. Und... während ich dann wahrscheinlich noch ein bisschen blöd durch die Gegend laufe in Bezug auf dem Serendipity, um Geld zu farmen, um mir die Dinge leisten zu können, ne, werde ich dann wohl auch noch dort die drei abgreifen, beziehungsweise zwei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich wirklich dahinsetze und 10.000 Münzen erspielen werde, weil ich finde das irgendwie sinnlos. Naja, jedenfalls... Das Endparadoxon werde ich auch noch vorschieben. Dafür muss ich halt nur eine ganze Ecke spielen. Ich muss dann ab Academia JX400, JS4XX nochmal spielen. Auf jeden Fall dieses Umgedingste da. Und dann halt nochmal mit Chaos kämpfen. Einmal mit Sarah. Und dann, wenn ich in Sarahs Town bin, dann halt sagen, nee, Lightning, kein Bock. Ne? Und dann kriege ich das dann. Ich bin mal gespannt, wie das so ist. Wahrscheinlich wird sie dann halt in ihrer Traumwelt sein und alles ist Tutti. Also Tutti im Rahmen. Wenn ihr noch mehr von den Fragmenten hören wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Ich werde dann noch Videos dann aufnehmen und ja. Das war es dann erstmal von mir, von Final Fantasy 13.2. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao, ciao.